Hey ho und schön, dass ihr seid zu BRTV Tops and Flops League of Legends Season 3 Woche 20 und 21. Szene 1, Slime vs. Bug. Wir sehen hier, Ryze wird relativ früh von K6 gegankt und getowerdive. K6 verdammt low. Sie wissen nicht, wo ich bin, weil ich mich nicht gezeigt habe. K6 hat bei 450 mit Double Buff nur die Chance, Wolves oder Ghosts zu gehen. Bot Golems, der sich sehr links auf der Map gehalten hat, bin ich davon ausgegangen, dass er zu den Wolves geht. Da ich Full HP habe, traue ich mir das durchaus zu, ihm zu One-on-One. Spring Predictive in die Wölfe und erwischt K6 für den Revenge Kill. Szene 2, eine haarige Angelegenheit. Wir sehen hier Nunu auf der Toplane am Deffen, nachdem Rengar einen erfolgreichen Gank hinbekommen hat. Gegen K6. Ich habe kaum noch Leben. Mein Spell Vampir Item aber fertig. Big. Komm, den Consume hin. Meine Ulti zieht voll durch, bekommt durch den Spell beim Leben ohne Ende und Rengar stirbt durch die Tower Hits. Szene 3, leicht abgelenkt. Ich bin eine Runde mit Farmen. Es kommt Lee Sin auf mich zu, da ich meine Passive abhab. Und Nunu und Malphite kommen zum Helfen. Springe ich mit meiner Ulti in K6, dass sie ihn sich schnappen können. Sie dive in K6, was kein Problem ist, da Malphite Leben hat ohne Ende. Und jetzt aktiviert Nunu gleich seine Ulti und er muss sie nur breaken, um zu töten. Aber er breakt sie nicht. Ich werde wieder gerätzt und lauf fröhlich durch die Tau durch, um zu sterben, weil ich den anderen zugeschaut habe. Szene 4. Märchen auf Jagd. Wir sehen hier, die Botlane wird gegankt. Von einem Nunu, der geht schön down durch die Caitlyn. Leona hat jetzt noch das Problem hier gegen Varus und ich spring rein, bekomme mit meiner E den Double Kill. Leider erwischt Varus sowohl Caitlyn als auch Leona, sodass es am Ende trotzdem noch ein 3 gegen 2 wird. So, hier haben wir einen sehr early Tower Dive auf Level 2 gegen Wayne und Janna. Ich bekomme den Stun auf Wayne, zum Glück relativ nördlich des Towers. Draven bekommt den Kill und ich komme gerade so mit wahrscheinlich dem Leben für einen Tower-Hit raus. Gut, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei BRTV Tops und Flops. Tschüss, euch eine schöne Woche.